Servus. Servus. Hallo. Ja, Patrick, Saisonauftakt, erste Trainingseinheit für die kommende Runde 2021-22. Zuerst mal die Frage, wie war der kurze Urlaub? Gut, ich denke, so kurz war er gar nicht. Wir haben jetzt fast 4 Wochen gehabt. Das war schon gut für jeden Einzelnen. Ich glaube, jeder konnte vielleicht kurz Urlaub fahren, mal wieder ein bisschen was anderes sehen nach Corona, ein bisschen Köpfe freikriegen. Und dann haben wir uns trotzdem auch relativ früh wieder sportlich betätigt, dass wir fit sind. Aber ich glaube, trotzdem tat es jedem nach der langen Saison einfach gut, mal auch Freunde und Verwandte, Familie alle wiederzusehen. Hat euch der Coach für die Pause Aufgaben aufgetragen? Ja, genau. Wir hatten gut 1,5 Wochen, wo wir nichts machen sollten, auch einfach mal entspannen. Und dann haben wir so 10 Einheiten ungefähr hat man schon dabei, sage ich mal grob, wo wir dann jeden Tag ein bisschen was gemacht haben, einfach um fit zu bleiben und wieder ein bisschen den Körper auch ins Laufen zu bringen. Ja, jetzt liegen 5 Wochen Vorbereitung vor euch, bevor die Runde wieder losgeht. Da lautet natürlich immer die Frage, was hältst du von der Vorbereitung? Sagst du da als Fußballer, hoffentlich ist es schnell rum oder machst du gerne? Ich meine, Vorbereitung ist halt immer wichtig, dass jeder, der Fußball spielt, weiß, dass das halt einfach die Basis ist für die ganze Saison. Auch den Fitnesszustand, auch als Mannschaft sich zu finden. Ich glaube, letztes Jahr kam das alles ein bisschen zu kurz bei der Corona-Saison. Ich glaube, also im Winter und auch im Sommer war es relativ kurz. Jetzt haben wir wieder auch mit unserem Trainer, werden ja erst nicht direkt in der Saison einen neuen Trainer bekommen. So hat man jetzt auch mit dem Trainer noch mal Zeit, einfach sich zu verbessern in allen Sachen, wo man sich verbessern möchte, wo man auch verbessern muss. Und deshalb ist die Vorbereitung immer wichtig und auch gut. Dann vielleicht noch ganz kurz, bist ja auch als Capitano, wie war jetzt so heute die Stimmung unter den Jungs zum ersten Mal nochmal zusammengekommen nach der Pause? Ja, wir haben uns auf jeden Fall gefreut, uns alle wiederzusehen. Man hat immer mal Kontakt gehabt in den Tagen, mal kurz Telefonat oder kurz geschrieben. Aber jetzt, wenn man sich wieder sieht, ist natürlich, freut man sich. Man sieht sich sonst immer jeden Tag, dann mal 4 Wochen nicht. Und dann haben wir, glaube ich, auch eine gute Truppe und gute Jungs hier, wo man alle freut, sich wiederzusehen. Quasi Neuzugang, Serkan Göçer ist hier bei uns. Serkan, erstmal nochmal herzlich willkommen hier zurück auf den Platz. Ich glaube, es hat jeden gefreut, dass du hier heute mittrainieren konntest. Wie ging es dir die letzten Monate? Ja, erstmal vielen Dank. Die letzten Monate, die waren natürlich nicht einfach. Aber ich wurde immer gut unterstützt vom Verein, von den Mitspielern, von meiner Familie. Und man hat immer das Ziel, dann auch wieder an so einem schönen Platz dann wieder zu spielen. Und das stärkt dann halt einen immer. Du warst auch bei den Heimspielen öfters im Waldstein zugegen, wir haben es ja auch gesehen. Wie war das jetzt für dich, nochmal eine normale Trainingseinheit mitzumachen? Ja, natürlich schön anstrengend vor allen Dingen. Ne? Ist nochmal vom Ablauf her war alles anders, aber ja, ist natürlich was Schönes. Also, mich sehr gefreut. Stellt sich natürlich nach so einer langen Verletzungspause die Frage, welche sportlichen Ziele setzt du dir persönlich jetzt in der Vorbereitung? Einfach mal nochmal reinzukommen oder sagst du von dir, ich möchte nach der Vorbereitung dann schon von Anfang an spielen? Ja, ich meine, als Sportler hast du immer das Ziel, das Bestmögliche rauszuholen. Aber für mich ist jetzt erstmal wichtig, jede Trainingseinheit durchzuziehen und dann gucken wir einfach von Tag zu Tag, Woche zu Woche. Aber ja, wenn die ersten 2-3 Wochen mal vergehen, dann kribbelt es natürlich schon und dann will man schon angreifen. Ja, Timo, Sommerpause ist rum, Vorbereitung geht los. Auch an dich zunächst die Frage, wie war die Urlaubszeit? Ja, die Urlaubszeit war natürlich schön, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt 2 Wochen irgendwo im Urlaub war, sondern waren natürlich auch viele Gespräche, viele Telefonate mit Beratern, mit Spielern. Das war schon intensiv, aber trotzdem haben wir uns gut erholt. Ich persönlich habe mich gut erholt und sind jetzt wieder froh, dass es jetzt endlich wieder losgegangen ist. Du hast gesagt, bist froh, dass es endlich wieder losgeht. Heute die Jungs zum ersten Mal nochmal komplett versammelt. Wie war so jetzt dein Eindruck nach der ersten Einheit? Ja, sehr gut. Man muss ganz klar sagen, dass die Jungs ihren Plan wirklich 1:1 umgesetzt haben. Ist keiner mit Übergewicht gekommen. Da passt wirklich alles, vielleicht bei dem einen oder anderen, wo man sagt, aber das war dann eher Muskelmasse, was natürlich noch besser ist. Und von daher haben die Jungs wirklich einen sehr guten Eindruck hinterlassen, auch heute beim Spiel. Sie waren wirklich jetzt schon griffig, gallig, muss man ganz klar sagen, auch sehr, sehr wortstark. Also wurde sehr, sehr viel kommuniziert, was vorher vielleicht jetzt nicht so war. Erste Training will jeder zeigen, dass es endlich losgeht. Aber nee, wir sind sehr zufrieden und ist einfach ein guter Spirit. Das haben wir auch vor dem ersten Training auch in der Kabine dann nochmal gesagt, was wir uns vorstellen, wie wir uns das vorstellen. Und
deswegen glaube ich, können wir da anknüpfen, wo wir auch aufgehört haben. In der Kreisklasse heißt es immer 6 Wochen Vorbereitung. Ihr habt jetzt, glaube ich, 5 Wochen bis zum ersten Spiel. Wie werden die kommenden Wochen aussehen? Ist das noch so klassisch? Erst wird Kondition gebolzt, dann die Spielform? Oder ist das heutzutage ein bisschen anders? Ja, du musst ja natürlich auch fußballspezifische Ausdauer, das bekommst du nur über Spiele. Du wirst nicht in den Wald gehen und eine Stunde an einem Stück laufen. Das hast du im Spiel eh nicht. Von daher wissen wir ganz genau, was wir machen. Trainingssteuerung, Belastungssteuerung war letztes Jahr sehr, sehr gut. Und auch jetzt, wir sind jetzt 5 Wochen zusammen. Die Jungs haben einen guten Urlaub gehabt, haben natürlich auch 2 Wochen ihren Plan abgearbeitet. Und von daher sind die Jungs wirklich in einem sehr guten Zustand. Und ja, natürlich ist in der ersten Woche eher der Fokus auf größere Spielformen. Aber dann wird es immer dann kürzer und intensiver. Und von daher, unser Plan steht. Und die Jungs werden den auch 1:1 umsetzen mit uns. Dann noch die Frage zu den Neuzugängen. 2 waren heute auf dem Platz mit Serkan nach langer Verletzungspause quasi noch ein Dritter, für dich zumindest. Wie war jetzt so dein Eindruck von den 3? Ja, also klar, bei Markus ist es ja so, dass er ja auch von hier ist. Es ist kein neues Blatt oder kein neuer Spieler für uns Spieler oder für uns Trainer. Ist natürlich klar für ihn jetzt was Neues wieder nach 5 Jahren Saarbrücken. Neuer Verein, neues Umfeld, neue Spieler, neuer Platz. Ist natürlich auch eine Umstellung für ihn, aber genauso wie bei Christian auch, unser Torwart. Bei Serkan ist es so, dass wir da wirklich auch aufpassen müssen. Ist jetzt zwar 8 Monate her, aber gerade auch da mit der Belastungssteuerung müssen wir aufpassen. Er war jetzt heute mal neutraler Spieler, wo wir gesagt haben, keine Zweikämpfe, aber das sieht auch schon gut aus. Und wir werden die Zeit ihm geben, aber ansonsten, klar, Mika Gilcher ist noch dabei von der U19, den haben wir natürlich dazugeholt. Und ja, der ein oder andere Spieler wird noch kommen, ja, muss auch noch kommen, aber da lassen wir uns nicht unter Druck setzen. Dann lassen wir uns mal die kommenden Tage und Woche überraschen. Wir freuen uns auf das erste Testspiel und wünschen dir und der Mannschaft auf jeden Fall eine erfolgreiche Vorbereitung. Danke dir, Timo. Danke auch.